Hi Leute, ich bin's Marc von Jump Comic Books. Ich habe heute drei super starke Bände für euch dabei. Einmal Thor Nummer 1, Göttin des Donners als Deluxe Edition. Dann habe ich Ember Blake vom Insektenhaus Verlag. Und als drittes die Kong Crew Band Nummer 2 aus dem Hause Panini für euch dabei. Es geht sofort nach dem Intro los. Der erste Band, den ich euch vorstellen möchte, ist Thor 1, Göttin des Donners, Deluxe Edition. Ist jetzt aktuell bei Panini als Hardcover Deluxe Edition erschienen, kostet 35 Euro, hat 228 Seiten Inhalt und bildet eigentlich die Fortsetzung der ersten zwei Thor Deluxe Bände, die wir jetzt vor kurzem von Panini bekommen haben. Und ist ebenfalls wieder geschrieben von Jason Aaron, der führt also seinen Run hier fort, allerdings mit einem anderen Zeichner. Es ist nicht mehr Esad Ribic, sondern wir haben jetzt hier als Zeichner Russell Dauterman, der für den Hauptteil der Zeichnungen und Stories oder Zeichnungen hier verantwortlich ist. Es gibt zwei, drei Kurzgeschichten am Ende hinten dran, wo wir andere Autoren und andere Zeichner haben. Aber wie gesagt, das sind nur Kurzgeschichten, da gehe ich jetzt nicht groß drauf ein. Zur Hauptstory, zwischen dem Start dieser Torreihe und dem Abstoß der vorherigen Torreihe passiert noch ein etwas relativ Wichtiges. Das wird in dem Band auch grob angeschnitten. Es ist eine Story, die ich selber auch noch nicht gelesen habe. Von daher, mir hat der Band auch ohne diese Story gefallen. Und ich habe mich auch da reingefunden. Und zwar ist das der Event Original Sin. Da passiert Folgendes: Am Ende des Events flüstert Nick Fury Thor etwas ins Ohr, woraufhin der gute Thor unwürdig wird. Das heißt, er erfährt etwas, was alles über den Haufen wirft, an was er bisher geglaubt hat oder gedacht hat, und ist nicht mehr in der Lage, Mjolnir zu heben. Und an dieser Unwürdigkeit verzweifelt der geradezu, sitzt also auf dem Mond vor seinem Hammer und versucht immer wieder diesen zu heben, hat aber keine Chance und ist auch ziemlich frustriert und depressiv drauf und in einem relativ geschwächten Zustand, einfach weil er sich wirklich verausgabt hat, um mit aller Kraft immer wieder diesen Hammer zu heben, was ihm einfach nicht gelingt. Und in genau diesem schwachen Moment passiert Folgendes: Der Konzern Roxxon unter der Leitung von AGA, der hat etwas in seinem Besitz in einem Bunker eingeschlossen, was die Eisriesen gerne haben wollen. Aufgrund dessen fallen die Eisriesen unter der Führung oder Leitung von Malekith in Midgard ein und versuchen von Roxxon quasi dieses Artefakt, dieses magische Artefakt zurückzuerlangen. Und um was für ein Artefakt es sich da handelt, möchte ich euch jetzt auch noch nicht spoilern oder erzählen. Auf jeden Fall bekommt der angeschlagene Thor ohne Mjolnir das Ganze mit und besteht darauf, trotzdem Midgard zu helfen und reist also so schnell wie er kann dorthin, um das Schlimmste zu verhindern, und gerät so an Malekith und die Frostriesen. Allerdings verläuft der Kampf nicht so, wie man das normalerweise von Thor kennt, sondern da passiert was, was ich bisher immer noch als Wissenslücke hatte. Also ich habe diese Reihe oder diese Storyline bisher noch nie gelesen und wusste auch nicht genau, wie es dazu kam. Ich versuche das jetzt nicht weiter auszuschmücken, weil, wie gesagt, ich möchte euch nicht spoilern. Auf jeden Fall verläuft der Kampf nicht so, wie Thor sich das erdacht hat. Er verliert diesen Kampf und zum Glück taucht ein weiblicher Thor auf mit Mjolnir, und der gebietet den Frostriesen und Malekith Einhalt, ebenfalls dem Agar. Es haben natürlich auch schon vorher Avengers und verschiedene andere Helden versucht, diese Frostriesen von ihrem Midgard-Einfall quasi fernzuhalten oder aufzuhalten. Das ist denen nicht gelungen, die wurden alle eingefroren, und nur der neue weibliche Thor, der plötzlich auftaucht, schafft es halt, denen Einhalt zu gebieten und auch sämtliche Helden zu befreien. Daraufhin wird die Figur erstmal so ein bisschen bekannt gemacht und eingebaut. Die legt sich dann auch so, wie Thor das schon in den vorherigen Bänden gemacht hat, mit dem Agar und dem Malekith an, die nach diesem ersten Kampf auch erstmal wieder verschwunden sind. Und Thor selber muss ebenfalls feststellen,
dass sein Hammer von einem weiblichen Thor getragen und gehalten wird. Da ist er natürlich erstmal nicht sehr erbaut von, zumal er auch gar nicht weiß, wer dieser weibliche Thor in Wirklichkeit ist. Das heißt, der weibliche Thor, der ist verwandelt, sieht optisch also anders aus als in der Realität. Und man weiß zum Start dieses Bandes auch gar nicht, wer dahinter steckt. Für diejenigen, die das vielleicht schon in der Zukunft irgendwann mitbekommen haben, die werden es natürlich wissen. Aber wenn man da jetzt neu eingestartet ist und das zum ersten Mal liest, ist das ziemlich spannend und auch bis zum Ende des Bandes ziemlich geheim gehalten. Hat mir also sehr, sehr gut gefallen. Gerade also Thor versucht halt dieses Rätsel zu lösen. Also der Thor Odins Sohn, der den Hammer jetzt nicht mehr hat und eigentlich nicht mehr der Thor ist, der versucht halt herauszufinden, wer dahinter ist und gesteht sich irgendwann auch ein, dass wenn dieser weibliche Thor des Hammers würdig ist, das im Endeffekt auch ein guter Nachfolger für ihn ist und gibt quasi dem weiblichen Thor oder der weiblichen, ja, dem weiblichen Thor seinen Segen, möchte allerdings trotzdem gerne herausfinden oder versucht halt herauszufinden, wer dahinter steckt, weil das will der weibliche Thor eben nicht sagen. Und dann gibt es ebenfalls noch ein Gefüge und ein Machtgefüge, weil bisher, bis zum Start dieses Bandes, die Freya für Asgardia verantwortlich war und der Allvater Odin zurückgekehrt ist und wieder die Macht übernimmt und selber was zu sagen hat. Und der ist natürlich überhaupt nicht damit einverstanden, dass sein Sohn den Hammer, den er geschmiedet hat und wofür er eigentlich verantwortlich ist, von irgendjemand Unbekannten, einem weiblichen Thor getragen wird und startet quasi seine eigenen Pläne, wie sein Sohn den Hammer zurückbekommen soll, kann, obwohl Thor Odins Sohn das selber eigentlich gar nicht möchte. Also eine relativ komplexe Story, die hat mir auch wirklich richtig gut gefallen. Extrem gut geschrieben. Ist jetzt ein bisschen schwierig gewesen und kompliziert gewesen, das so zusammenzufassen. Ich hoffe, das ist so halbwegs verständlich rübergekommen. Viel weiter möchte ich jetzt auf den Inhalt des Bandes auch gar nicht eingehen, weil wie gesagt, das Ganze ist ziemlich spannend gehalten, dadurch, dass man die Identität des weiblichen Thors nicht kennt. Thor versucht das selber rauszufinden, muss mit der Problematik, mit der Situation klarkommen und der neue Thor muss sich ebenfalls erstmal an diese neue Rolle gewöhnen. Und das ist ein echt gelungener Start in einer tollen Reihe. Hat mir also, wie gesagt, von der Erzählweise extrem gut gefallen. Die Zeichnungen, wie gesagt, die sind nicht von Ezra Dribbitsch. Ist also ein anderer Zeichenstil, der mir von der Optik her nicht ganz so stark gefallen hat, wie die Reihe, die Ezra Dribbitsch gezeichnet hat. Dennoch ist der extrem gut gezeichnet, also auf einem sehr, sehr hohen Zeichenniveau. Und ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt mal eben kurz gemeinsam an. Ja, ich finde das Artwork von Russell Dauterman wirklich großartig. Ne? Also, wie gesagt, mein persönlicher Geschmack, ich finde es klasse. Es kommt nur meiner Meinung nach nicht ganz an den Stil von Ezra Dribbitsch dran. Aber das ist, wie gesagt, mein persönlicher Eindruck. Das ist eine Geschmackssache und da solltet ihr euch jetzt nicht zu sehr beeinflussen lassen. Schaut euch das einfach an. Wie gesagt, optisch ist das Ding großartig umgesetzt. Tolle Perspektiven, die wir hier haben, gerade als der Thor sich genähert hat, im Hintergrund der Eisriese zu sehen, war tolle Dynamik bei seinem Kampf gegen Malekith. Und auch hier solche epischen Szenen, als sich plötzlich der Hammer bewegt und ein weiblicher Thor den Mond mit dem Hammer verlässt. Ganz, ganz tolle Szenen, toll eingefangen. Auch hier die Avengers in Eis eingefroren. Optisch fand ich, sah das hervorragend aus. Und auch als Thor hier das erste Mal gegen die Eisriesen antritt und der Hammer durch diese Eisriesen durchschlägt. Das fand ich zeichnerisch sehr, sehr gut umgesetzt und toll erdacht, wie der Hammer sich jetzt hier bewegt, weil es einfach ein anderer Stil ist, als der Thor Odinsohn ihn mit seinem Hammer hatte. Ja, starkes Artwork, was wir da haben. Wie gesagt, ist vom Stil her meiner Meinung nach nicht ganz so, hat mir persönlich nicht ganz so gut gefallen wie der von Ezra Dribbitsch. Aber wie gesagt, das ist Jammern auf ganz, ganz hohem Niveau. Wir haben hier trotzdem noch ein grandioses Artwork. Und was mir an diesem Band wirklich ganz, ganz besonders gut gefallen hat, ist die tolle Story, die wir hier präsentiert bekommen. Da hat Jason Aaron also wirklich sich nochmal fast übertroffen. Von der Qualität her, der Erzählweise und von den Twists, die wir hier haben, schließt das Ganze wieder nahtlos von der Qualität her.
an die erste Storyline aus der vorherigen Thor-Reihe an. Das heißt, den Teil Götterbombe mit Gorn und so weiter, diese Storyline von der Qualität her nahtlos an und kann da locker mithalten. Deshalb ein ganz, ganz toller Start mit einem tollen weiblichen Thor. Also, hat mir extrem gut gefallen, hat mir richtig Spaß gemacht, die Figur. Hat die Story gerockt und ich bin mega gespannt, wie das Ganze weitergeht, weil wie gesagt, ich bin noch unbelastet. Das heißt, ich habe die Reihe damals ja nicht gelesen und deshalb ist alles, was hier passiert, für mich wirklich eine Überraschung und ein erstes Lesen. Und ich freue mich natürlich drauf, wie es weitergeht. Ganz, ganz tolle Story. Deshalb bekommt die Reihe von mir, wie gesagt, 9 von 10 Punkten und ist eine ganz klare Empfehlung und gehört meiner Meinung nach in jedes Regal. Der zweite Band, den ich für euch dabei habe, ist die Kong Crew. Band Nummer 2 ist jetzt ebenfalls beim Panini Verlag als Hardcover-Album erschienen. Das Ganze kostet 20 Euro, hat um die 70 Seiten, ist geschrieben und gezeichnet von Eric Herrenguell. Und ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, den Namen. Das Ganze geht eigentlich da weiter, wo der erste Band endete. Nachdem Virgil von Kong selber vom Himmel geholt wurde, dort abgestürzt ist in Manhattan, startet der zweite Band damit, dass der Kommandant, also der Chef von Virgil, sich daran erinnert, als er früher selber Pilot war und in Manhattan unterwegs war. Da ist ihm Folgendes passiert, und zwar wurde er von einem Megalodon angegriffen, beziehungsweise hat seinen besten Freund an einen Megalodon, der im Hudson River sich aufhält. Deshalb ist hier auch der Untertitel "Ein Megalodon im Hudson River" drunter. Der wurde also von diesem Megalodon gefressen und hat seinen damaligen Co-Piloten quasi an dieses Monster verloren. Und das möchte er jetzt ändern. Das heißt, er gibt Virgil nicht auf, sondern beschließt, Virgil zu retten. Holt sich Unterstützung von anderen Einheiten, die auch innerhalb Manhattans selber tätig sind. Und die begeben sich halt auf eine Rettungsaktion und versuchen halt, Virgil aus Manhattan rauszuholen. Die wissen natürlich nicht, dass Virgil in der Zwischenzeit von Amazon-ähnlichen Gestalten entführt wurde, die in dieser ungastlichen Region irgendwie leben und auch klarkommen. Und dann haben wir noch andere Protagonisten, die sich ebenfalls in dieser Zone aufhalten, auch schon aus dem ersten Band bekannt. Das ist dieser Professor mit dem Reporter, die dort ebenfalls noch unterwegs sind. Die treffen dort auf einen ansässigen ehemaligen Barkeeper, der dort auch immer noch lebt. Und ein Freund hat nämlich eine Spinne, die in der Zwischenzeit extrem groß ist. Der füttert die, seit die sehr, sehr klein ist. Und das war eine echt skurrile eine skurrile Situation, als wenn er irgendwo herläuft und diese Spinne, diese Riesenspinne, die fast so groß ist wie der, wenn er steht, hinter ihm hermarschiert und so. Und das hat mir wirklich extrem gut gefallen. Also von der Story her finde ich gerade inhaltlich, was da in Manhattan passiert, unheimlich interessant. Auch die Figuren, die dann mal wieder in Manhattan reingehen, da taucht noch so eine Art Spurenleser auf, der früher auch schon in Manhattan war. Der begibt sich ebenfalls in dieses Gebiet, kennt sich dort auch extrem gut aus. Die Soldaten, die dort vor Ort waren, um Säuberungen durchzuführen gegenüber den Lebensformen, die es da gibt, die sind so ein bisschen aufgeschmissen. Also die sind eigentlich nicht so richtig firm und wissen nicht wirklich, was sie da eigentlich tun. Und gerade der Teil in Manhattan hat mir extrem gut gefallen. Auch die verschiedenen Dinosaurier, die dort gezeigt werden, oder diese Flugsaurier, die dort vorkommen. Diese ganzen Lebensformen, die machen das extrem interessant und auch sehr, sehr spannend. Also auch Riesengorillas, die mit den Menschen zusammenleben, also mit diesen Amazonen, von denen ich gerade gesprochen habe, die haben halt auch ihre eigenen Rituale entwickelt und die interessiert natürlich auch, wie es außerhalb dieser Zone, die um Manhattan herum errichtet wurde, aussieht, und haben halt auch keine Möglichkeit, aus dieser Zone zu entkommen und dort rauszugehen. Und dieser Gegensatz, diese verschiedenen Sichten auf diese Dinge, das ist hier in diesem Band
extrem interessant, das hat mir richtig gut gefallen. Gleichzeitig wird natürlich auch noch Neugier geweckt, weil der Professor auch eine Theorie entwickelt, wie es überhaupt zu diesen verschiedenen Spezien innerhalb Manhattans kommt. Da wird auch so ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Also es geht in diesem Band auch voran, was parallel passiert. Das ist so eine Story, die auf dem Stützpunkt stattfindet. Der Hund Spitz, der schafft es irgendwie auch zu Virgil zu gelangen, indem er sich in so einem Rettungspaket versteckt hat, was die Army Virgil geschickt hat oder fallen gelassen hat mit dem Fallschirm, um ihn da entsprechend zu versorgen. Da hatte sich sein Hund Spit halt drin versteckt und der schwirrt jetzt auch gleichzeitig in Manhattan um und versucht da sein Herrchen zu finden und gerät dann natürlich auch an diese extrem krassen ja, Lebensformen, die es da mittlerweile auf der Insel gibt und muss sich da auch ebenfalls behaupten. Das hat mir auch ganz gut gefallen. Was ich dann nicht ganz so gut fand oder mich so ein bisschen storymäßig gestört hat, ist die Tochter vom Kommandanten, die sich ja so ein bisschen in den Virgil verliebt hat und ja, der jetzt der Spit quasi abhanden gekommen ist und die startet dann so eine offizielle Suchaktion und rührt so ein bisschen die Werbetrommel, dass nicht nur der Virgil gerettet wird, sondern auch sein Hund, der Spit. Und das fand ich so vom ganzen Aufbau her ein kleines bisschen drüber. Das hat mir also inhaltlich hat das nicht so wirklich gepasst und ich habe den Mehrwert da drin noch nicht gesehen. Also ich konnte ihn noch nicht erkennen. Das war so ein Teil, der optisch natürlich großartig gezeichnet ist und auch die Welt außerhalb Manhattans so ein bisschen zeigen soll und auch zeigt. Aber den Sinn dahinter, den habe ich nicht so richtig verstanden. Also es hat für mich an der Stelle oder in diesem Band noch keinen richtigen Sinn gemacht. Viel interessanter fand ich halt alles, was auf der Insel abgeht. Also das ist wirklich extrem spannend aufgebaut, sehr gut erzählt, sehr spannend erzählt und ja auch die ganze Kulisse und das Szenario dort auf dieser Insel Manhattan, wie der Künstler das Ganze umgesetzt hat, unglaublich gut. Also es hat mir richtig gut gefallen und ich würde sagen, bevor ich euch da jetzt nur erzähle, wie gut mir das gefallen hat, zeige ich euch das mal kurz hier im kleinen Video. Ja, Erik Herenguel hat mich echt überzeugt. Ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn ein Künstler sowohl schreibt als auch zeichnet. Hier ist beides echt gut gelungen. Schaut euch das an. Tolle Perspektiven, grandiose Zeichnungen, Dynamik, gerade in den Luftkämpfen, die wir hier sehen, mit ganz, ganz tollen Perspektiven, wo Manhattan aus allen möglichen Sichtweisen eingefangen wird. Dazu grandios gezeichnet Dinosaurier, Gorillas, die hier auftauchen. Die Amazonen sind großartig umgesetzt, gezeichnet. Ganz tolles Setting, hat mich wirklich gefesselt, fand ich sehr spannend, gerade den Teil, der in Manhattan selber auf der Insel gespielt hat, wo es eine ganze Menge zu entdecken gibt und der Künstler sich auch wirklich austobt. Das ist der Bereich, der so ein bisschen pin-up-lastig ist, der mir nicht ganz so gut gefallen hat, was halt außerhalb von Manhattan stattfindet. Aber wie gesagt, alles, was auf der Insel stattfindet, finde ich von der Optik und von der Erzählweise absolut grandios und hat mich überzeugt und gefesselt und extrem viel Spaß gemacht, das Ganze zu lesen und anzuschauen. Ja, ein mega Artwork, was wir hier geboten bekommen. Gerade auch in diesem großen Format, in dem Albenformat, gibt es da ganz, ganz viel zu entdecken. Die Panels, die Bilder, die Seiten, die machen einfach Spaß. Wie gesagt, gerade der Teil, der so außerhalb Manhattans spielt, wenn halt die Flieger gezeigt werden oder auch die Frauen gezeigt werden, wenn die halt ausgehen und was unternehmen, das hat halt schon stark so ein ja, so ein Pin-up-Style, sag ich jetzt mal. Vom Artwork teilweise. Wo es mir aber wie gesagt auch extrem gut gefällt, ist gerade dieser düstere Teil, der auf Manhattan stattfindet oder in Manhattan. Und auch die Amazonen, wie die dargestellt sind, gezeichnet sind, hat mich echt umgehauen. Also vom Setting her, vom Artwork, was der Autor sich da ausgedacht hat, extrem gut erzählt, extrem dicht erzählt, wie gesagt.
Was mir nicht ganz so gut gefallen hat, hatte ich gerade schon erzählt, ist halt die Geschichte, die so außerhalb passiert, wenn die Tochter des Kommandanten da an die Presse geht und so ein bisschen die Werbetrommel für den Spit rührt. Das, wie gesagt, ich sehe den Sinn noch nicht, hätte man, glaube ich, weglassen können. Da hätten mir ein paar mehr Szenen innerhalb Manhattans besser gefallen. Aber wie gesagt, das ist Jammern auf hohem Niveau. Vielleicht macht das Ganze auch später noch einen Sinn, weil man da nochmal drauf eingeht. Die Story ist nämlich mit diesem zweiten Band auch noch nicht abgeschlossen. Und ja, hat halt einfach so ein paar Informationen gegeben, ein bisschen was aufgebaut und nochmal einen ganzen Tag an Spannung aufgebaut. Also in meinen Augen eine runde Geschichte, die erzählerisch Spaß macht, die mich gut unterhält, die neugierig auf mehr gemacht hat und die aber ein extrem gutes Artwork hat. Also es hat mir wirklich richtig gut gefallen. Deshalb bekommt der Band und die Reihe von mir aktuell auch 7 von 10 Punkten. Ist also eine ganz klare Empfehlung. Jeder, der Spaß an so einem Artwork hat oder der eine spannende Story lesen will und da in dem Bereich Fantasy kein Problem mit hat, der wird da riesig Spaß dran haben. Also ich fand das spannend, das Artwork-Setting hat mir insgesamt richtig gut gefallen. Deshalb eine ganz klare Empfehlung, das Ding. Den dritten Band, den ich euch vorstellen möchte, ist Amber Blake, Operation Dragonfly. Das Ganze ist für 12,95 € und knapp 54 Seiten oder so bei dem Insektenhaus Verlag erschienen. Das Ganze ist geschrieben von Supermodel Jade Lagdere und von Zeichner Butch Glaze. Koloriert ist das Ganze von Dan Brown. Und ja, ich war da mega gespannt drauf, weil vom Inhalt, von der inhaltlichen Beschreibung des Verlages hat sich das schon sehr, sehr spannend und gut angehört. Und von der Story her, ich habe es jetzt komplett gelesen und am Ende, beziehungsweise durch die Vorschau auf das, es kommen halt noch Folgebände, hat sich dann so ein bisschen der Kreis geschlossen, muss ich jetzt dazu sagen. Wir haben hier eine Heldin, Amber Blake, die unheimlich gut aussieht und ja, zur knallharten Killerin oder Agentin ausgebildet wurde von einer Organisation, dessen Namen man eigentlich noch nicht kennt oder in diesem Band auch nicht kennenlernt. Das heißt, man bekommt mit, es gibt halt so eine Organisation, die trainiert ja, weibliche Killerinnen, die alle extrem gut aussehen und die haben die Aufgabe, so, ich sag mal, Prostituiertenringe, Sexhändler, Kinderhändlerringe zu zerschlagen oder zu vernichten. Und dazu setzen die wirklich jedes Mittel ein. Die ja, geben sich halt als weibliche Begleitung für irgendeinen Typen aus, gelangen dann so an bestimmte Orte, wo sie normalerweise gar keinen Zutritt hätten. Und sobald die dann irgendwo angekommen sind, drin sind, fangen die halt an loszulegen und setzen ihre erlernten Killertechniken um gegen diese ja, ich sag mal, Verbrecher vorzugehen. Das ist grob das, was diese Organisation, die wir noch nicht wirklich kennen, da machen. Wir erfahren aber auch gleichzeitig, und das wird halt in vielen kleinen Panels angedeutet, und das hat mich ehrlich gesagt auch so ein kleines bisschen verwirrt. Wir sehen auf der einen Seite, wie die Amber Blake trainiert. Wir erfahren aber auch in einigen Panels, dass die psychisch ziemlich am Ende ist und der irgendwas Schlimmes widerfahren ist. Was das genau ist, was genau vorgefallen ist, kriegen wir immer wieder nur durch kleine Panel-Einblendungen angedeutet. Aber das erschließt sich noch nicht so richtig aus dieser Story und auch aus diesem Band. Also bis zum Ende des Bandes wusste ich nicht genau, was vorgefallen ist, warum sie das macht, was sie da macht und was ihr passiert ist. Also da ist auch noch eine Person in dieser Organisation, eine männliche Person, die so ein bisschen die Hand über die Amber Blake legt und versucht, sie so ein bisschen zu beschützen, weil wir halt erfahren, dass da, wie gesagt, ihr irgendwas Schlimmes passiert sein muss, irgendwas vorgefallen ist. Und da gibt es dann jetzt einen neuen Auftrag, der erledigt werden muss. Den bekommt dann nicht Amber Blake, obwohl sie eigentlich ganz scharf auf diesen Auftrag ist. Und das bekommen dann halt andere Agentinnen aus dieser Organisation. Und das ist für Amber aber nicht okay. Und deshalb steigt sie sich auf eigene Faust raus und schlüpft quasi in die Rolle dieser anderen Agentin, indem sie ja, die einfach, ich sage jetzt mal ohne groß zu spoilern,
ausschaltet und dann selber in das Einsatzgebiet begibt. Und zwar mit den Techniken, die ich gerade schon genannt hatte, ja, als Begleitung von irgendwelchen reichen Leuten verschaffen die sich dann halt Zutritt zu diesen Veranstaltungen, die hier stattfinden, wo diese Operation Dragonfly zum Beispiel auch stattfindet, wo dann halt diese Operation oder Operation Dragonfly ist ein Codewort für einen Kinderhandel, der stattfindet auf dem Meer. Und da versucht halt Amber Blake mit einer Kollegin, die sie da begleitet, Eintritt zu bekommen und das Ganze zu unterbinden. Das ist grob die Story, die hier drin passiert. Die ist optisch extrem gut umgesetzt. Also es hat mich sowohl erzählerisch als auch zeichnerisch sehr an die Criminal-Bände von Ed Brubaker und Sean Phillips erinnert. Also auch vom Stil her, vom Zeichenstil, fand ich, das hatte vom Stil her irgendwas, eine Ähnlichkeit. Könnt ihr gleich selber mal gucken, ich zeige euch gleich nochmal ein Video zu den zum Artwork selbst. Wie gesagt, das Ding ist echt gut erzählt, es macht Spaß, es ist super spannend, die Szenen sind extrem dynamisch, gerade die Kämpfe sind spannend gehalten, die haben mir richtig Spaß gemacht, sind auch teilweise recht brutal, also die Frauen sind da wirklich überhaupt nicht zimperlich, wenn die sich gegen die Männer hier wehren müssen, im Gegenteil. Das hat mir wirklich gut gefallen, hat richtig Spaß gemacht. Wie gesagt, was mich so ein bisschen verwirrt hat, und das fand ich erzählerisch noch nicht ganz so gelungen, waren halt diese kleinen Einblendungen, die Sachen andeuten oder was erzählen oder andeuten, was passiert ist in der Vergangenheit, was vorgefallen ist, aber das wird nicht richtig aufgelöst. Das heißt, für mich war das Ding noch nicht rund. Ich habe daraufhin beim Verlag nochmal auf der Internetseite geschaut und gesehen, dass es jetzt demnächst zwei Folgebände gibt, die rauskommen. Diese zwei Folgebände, die spielen aber, die sind zeitlich vor dieser Story angesiedelt. Und ich glaube, die schließen dann die Wissenslücke, die hier in diesem Band jetzt aktuell entsteht. Deshalb glaube ich, ist das von der Veröffentlichung und vom Stil her so gewollt. Also ihr müsst da einfach drüber hinwegsehen. Das heißt, wenn sich irgendwelche Fragen auftun, die sich aus diesen Panels halt ergeben, ignoriert die einfach, lest weiter. Das ist eine extrem spannende, toll erzählte Agentengeschichte, die, ich weiß nicht, Agenten-Killer-Geschichte, sage ich jetzt mal eher, weil die machen halt auch nicht unbedingt Gefangene. Und hat mir, wie gesagt, von der Story, von der Spannung, von der Erzählweise echt gut gefallen. Wie gesagt, ich war so ein bisschen zwischendurch immer durch diese Panels irritiert, aber als ich dann gelesen habe, dass wir nachwirkend oder nachfolgend diese vorgelagerte Story dann bekommen, da wird dann wahrscheinlich genau diese Sachen aufgelöst, die dort vorgefallen sind, und dann ergibt das Ganze vermutlich auch ein gesamtes rundes Bild für sich. Da gehe ich jetzt einfach mal von aus. Aber bevor ich jetzt hier zu einer Wertung des Bandes komme, würde ich sagen, schauen wir mal kurz in das absolut grandiose Artwork rein. Ja, für die Umsetzung von Jade Lagardère's Story wurde kein geringerer als Zeichner Butch Geiss gewonnen. Der ist unter anderem bekannt für Zeichnungen in den Comics Avengers, Captain America, Doctor Strange, hat also einiges gerade im Superheldenbereich gezeichnet und ist ein absoluter Top-Künstler, wie ihr hier auch erkennen könnt. Wunderschöne Gesichter, tolle Figuren, ganz, ganz tolle Kulisse, Hintergrund, passt auch immer. Kolorist Dan Brown hat da auch einen maßgeblichen Anteil dran, dass das Ganze farblich auch extrem gut passt. Und die Dynamik in den Kämpfen, die ihr hier gleich sehen werdet, die ist wirklich außerordentlich. Sowohl ruhige Szenen, wie wir sie hier sehen können, sind großartig gezeichnet mit vielen kleinen Details und wie ich finde, auch unheimlich gelungenen Gesichtszügen, Gesichtsausdrücken, die Stimmung hier gekonnt einfangen. Und hier haben wir wieder so eine Action-Szene, wo es wieder richtig zur Sache geht, und das ist auch nicht zimperlich umgesetzt, wie ihr hier sehen könnt, wirklich extrem coole Action und das Ganze noch vor einer extrem schönen und gelungenen Kulisse. Spannung pur.
Ja, extrem tolles Artwork. Ihr habt es jetzt gerade selber gesehen, gerade in diesem großen Format. Das macht richtig Spaß. Tolle Kolorierung, dynamische Szenen, eine spannende Geschichte, eine coole Heldin, wie ich finde. Hat mir richtig Spaß gemacht, hier drin zu versinken. Und ich bin echt gespannt, was da vorgefallen ist, weil, wie gesagt, diese Panels, die haben neugierig gemacht, aber es wurde halt in diesem Band einfach nicht erklärt. Und ich möchte das einfach wissen, was da vorgefallen ist, was die Ember dazu bewegt hat, so einen Schritt zu gehen, so eine Organisation beizutreten, um Menschen wirklich kalt zu machen, auch wenn sie es natürlich verdient haben. Aber spannender Einstieg und eine tolle Heldin. Von daher eine ganz klare Empfehlung an alle, die hier reinschnuppern wollen. Die Reihe bekommt aktuell von mir 7 von 10 Punkten. Und ja, ihr solltet unbedingt reinlesen. Und wenn euch das genauso gefällt wie mir, werdet ihr garantiert auch die Folgebände kaufen, um einfach zu erfahren, was dort im Vorfeld vorgefallen und passiert ist. So, wir sind auch schon am Ende angelangt. Also drei tolle Bände diesmal dabei gewesen. Ich zeige euch noch kurz, was ich euch nächste Woche versuche vorzustellen. Und zwar Luther's Road, der ist jetzt hier bei mir eingetrudelt und ja, ist natürlich ein ganz schöner Brocken. Ich versuche den durchzuschaffen und kann euch dann spätestens zum Ende nächster Woche hoffentlich darüber berichten und erzählen, wie mir der Band gefallen hat. Seid also gespannt. Wenn euch die Review gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, denkt dran, ein Abo zu hinterlassen. Und falls ihr was von den Sachen gelesen habt oder eine Meinung dazu habt, könnt ihr mir das natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich antworte da auf jeden Fall drauf. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Lesen und wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, ciao!